Bleibt es längere Zeit trocken, steigt die Gefahr für Waldbrände extrem. Schon der kleinste Funke kann dann ausreichen, um im Wald eine Katastrophe auszulösen. Die Brandenburger Feuerwehr gibt daher einige praktische Tipps, wie man sich im Wald zu verhalten hat und erläutert, wie sie im Einsatzfall vorgeht. Gehen Sie wirklich diszipliniert im Wald um. Schmeißen Sie keine Kippen aus dem Auto in Richtung Wald, in Richtung Ödland. Das gleiche gilt auch für Glasflaschen. Also den Wald wirklich pfleglich behandeln, dann haben wir als Feuerwehr die wenigste Arbeit damit. Ja, die Feuerwehr ist eigentlich ständig auf Brände voreingestellt und natürlich auch auf Waldbrand. Dort haben wir unsere entsprechenden Fahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, mit denen wir in der Stadt Brandenburg zu den Waldbränden rausfahren. Also der Feuerwehr ist bekannt, in welchen Bereichen in den Wäldern Munition sich befindet. Die gehen natürlich mit besonderer Vorsicht an diese Brandstelle ran, halten hier noch Abstand. Beziehungsweise, wir haben es ja gesehen in den letzten beiden Jahren, da wird dann Hilfsmittel können wir alarmieren, wie die Bundeswehr oder so ein Munitionsbergungspanzer, die dann praktisch in diese Waldstücke vorgehen. Wir riskieren kein Menschenleben für die Feuerwehr oder von den Feuerwehrleuten.